Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Unser Thema ist heute Party. Feier eine Party. Eine Party kann man eigentlich immer feiern, aber Geburtstage eignen sich natürlich am besten. Und mit meinen Tipps wird sicher eure nächste Party ein voller Erfolg. Und mein erster Tipp lautet, finde ein Motto. Eine Party mit einem Motto ist gleich eine lustigere Party, man kann so viel dazu machen und man kann sich viel besser so in eine Geschichte reinfühlen. Deswegen, ein Motto könnte sein Prinzessin oder ein Motto könnte sein unter dem Meer oder Fische. Da gibt es natürlich auch ganz viel zu, vielleicht auch mit Meerjungfrauen dann noch kombiniert. Oder ein Motto könnte sein Einhörner oder vielleicht Emojis. Also da gibt es wirklich viele, viele Themen. Euch fallen bestimmt auch ganz viele Themen ein. Das können zum Beispiel bestimmte Filme sein. Euer Lieblingsfilm könnte euer Motto sein. Und wenn man dann ein Motto hat, dann kann es weitergehen. Man denkt sich nämlich, Typ 2, eine Geschichte dazu aus. Genau, warum wird eigentlich gefeiert? Ist zum Beispiel ein großer Prinzessinnenball und die Prinzessin, die zufällig Geburtstag hat, lädt all ihre Freundinnen ein und alle sollen ans Prinzessinnen kommen. Und dann findet ein schöner Prinzessinnengeburtstag statt. Oder ist vielleicht ein Fisch im Meer verschwunden und zum Geburtstag wird eine große Suche nach dem Fisch stattfinden. Alle gemeinsam suchen einen Fischfreund und vielleicht wird am Ende der Party der Fischfreund dann auch wiedergefunden. Oder vielleicht ist die Geschichte, das Einhorn hat Geburtstag und alle Fabelwesen sind eingeladen. Und alle gemeinsam wollen eine lustige Party feiern und vielleicht sind die auch auf der Suche nach irgendetwas. Das ist natürlich auch immer cool, wenn es eine Geschichte ist, wo dann am Ende das irgendwie aufgelöst werden kann. Zum Beispiel Piratengeburtstag, da kann am Ende ein Schatz gefunden werden. Die Piraten gehen alle auf die Suche nach einem Schatz, also das, was Piraten eigentlich immer machen. Und ganz am Ende finden alle Kinder, die eingeladen sind, einen Schatz, zum Beispiel Süßigkeiten. Das ist also immer super, wenn es so eine kleine Geschichte rundherum gibt. Also einfach ein bisschen kreativ werden, überlegen, was ist so die Geschichte hinter meiner Motto-Party. Und wenn das dann alles feststeht, dann Tipp 3, macht man sich Gedanken über das Essen. Das Essen sollte natürlich genau dazu passen. Ist es ein Piratengeburtstag, ist vielleicht das Essen Fischstäbchen. Oder beim Prinzessinnengeburtstag gibt es vielleicht irgendetwas rosafarbenes oder glitzerndes. Eine Torte mit besonders viel Glitzer drauf, mit kleinen Streuseln drauf. Oder vielleicht, wenn man das Motto hat, Einhörner, gibt es an dem Tag nur Salat. Natürlich nicht nur einen einfachen Salat, sondern das Ganze ist vielleicht dann so aufgemacht. Heute gibt es nur vegetarische Sachen, weil die Einhörner, die essen kein Fleisch, die essen nur Salat und Gemüse. Das muss man natürlich alles schön anrichten. Man kann das Ganze zum Beispiel auf kleine Spieße machen, das kommt immer gut an bei Kindern. Also, dass man kleine Spieße hat mit leckerem Obst drauf oder Fischstäbchen, wie ich eben schon gesagt habe, Fischstäbchen mit Pommes. Beim Prinzessinnengeburtstag vielleicht kleine Muffins, also kleine Küchlein, die dann jedes Kind auf den Teller legen kann und essen kann. Also da sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen umsehen, ein paar Gedanken machen, vielleicht mal in das ein oder andere Backbuch schauen oder mal im Internet ein bisschen suchen, was es da so für Rezepte gibt, eben passend zum Motto. Dann sollte man sich auf jeden Fall Spiele ausdenken, die auch zum Motto passen. Zum Beispiel kann man bekannte Spiele einfach abwandeln. Ich denke, jeder kennt das Spiel Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Das Spiel könnte natürlich auch heißen Prinzessin, Prinzessin, wie hoch ist dein Schloss? Oder Fischchen, Fischchen, wie tief ist das Wasser? Oder liebes Einhorn, wie lang ist der Regenbogen? Und oder wie komme ich über den Regenbogen? Und dann rufen alle Kinder, also eigentlich ja Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Und wie komme ich da rüber? Und dann heißt es von der anderen Seite vom Fischer, ihr müsst
rüber krabbeln. Und das kann man natürlich mit jedem Spiel auch so ein bisschen abwandeln. Wenn ich sage, Einhorn, Einhorn, wie lang ist dein Regenbogen und wie komme ich darüber? Dann kann man natürlich auch sagen, krabbel über den Regenbogen. Nur, dass das Spiel dadurch eine ganz andere Erscheinung hat, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Also, das finde ich, das kann man ganz schön abwandeln. Also vielleicht einfach euer Lieblingsspiel ein bisschen umwandeln und da solltet ihr euch auf jeden Fall auch überall von den Eltern helfen lassen. Die Party, die plant sich nicht alleine, sondern da müssen eure Eltern euch ein bisschen unterstützen. Also wenn ihr eure nächste Geburtstagsparty plant, dann einfach mit euren Eltern vielleicht nochmal die Punkte alle durchsprechen und überlegen, welche Spiele könnte man spielen, welche Spiele kennt ihr und wie kann man die Spiele abwandeln. Dann kommt mein fünfter Tipp. Ich finde es immer super klasse, wenn auf Geburtstagen gebastelt wird, wenn alle Kinder dann gemeinsam etwas basteln und das kann man natürlich auch passend zum Motto machen. Wenn dann der Prinzessinnengeburtstag ist, vielleicht bastelt sich dann alle Kinder zusammen Kronen. Also aus Pappe kleine süße Kronen, die dann noch verziert werden, bemalt werden, wo jedes Kind den eigenen Namen draufschreiben kann. Oder bei einem Piratengeburtstag würde man vielleicht ein Fernrohr basteln, mit dem man dann in die Ferne sehen kann und sehen kann, ob man noch andere Schiffe irgendwo sieht. Oder beim Emoji-Geburtstag, da werden vielleicht die Gesichter der Kinder in Gelb wie Emojis geschminkt und die müssen verschiedene Fratzen und Gesichter machen und davon werden dann Fotos gemacht, die dann hinterher mit nach Hause genommen werden können. Also da gibt es ganz, ganz viele Bastelideen, wie man dann aktiv werden kann mit den Kindern. Ja, das ist natürlich dann ganz abhängig vom Motto und da kann man sich auch einfach ein bisschen umschauen, was gibt es so zu basteln, wie kann man das vielleicht auch abwandeln, wie kann man das genau zum Motto passend machen. Und ich bin bei meinem sechsten Tipp. Ich habe ja eben schon über das Essen gesprochen und ich finde, der ganze Tisch sollte auch so ein bisschen angepasst werden. Also die Tischdeko ist das nächste Thema. Beim Prinzessinnengeburtstag gibt es vielleicht rosafarbene Becher. Oder jedes Kind hat einen Diamanten auf dem Tisch liegen. Oder vielleicht beim Indianergeburtstag, da ist das Ganze so dekoriert, als wären da überall Federn. Oder als wären die Becher aus Holz geschnitzt. Also da gibt es natürlich auch Bastelideen, die man dann schon vorher vor der Party schön machen kann, womit man den Tisch dekorieren kann. Vielleicht beim Emoji-Geburtstag liegen schon ganz viele kleine Emojis auf dem Tisch verstreut. Oder beim Fischgeburtstag, da ist alles dekoriert, als wäre man unter dem Wasser, unter dem Meer, also alles vielleicht bläulich, vielleicht ein bisschen blaues Krepppapier auf den Tisch legen, als ob da so Wellen auf dem Tisch sind. Also den Tisch auch schon direkt schön dekorieren, damit sich auch alle richtig gut in das Motto reinfühlen können. Und dann komme ich schon zu meinem letzten Tipp, eigentlich das Wichtigste. Wo sind denn die Gäste? Die muss ich natürlich vorher einladen, bevor dann die Party losgehen kann. Am besten so ein paar Wochen vorher werden dann die Einladungen verteilt. Und wenn die Einladung schon so einen kleinen Hinweis auf das Motto gibt, vielleicht steht da schon drauf, wir wollen uns gemeinsam auf die Schatzsuche begeben. Oder eine Prinzessin hat Geburtstag und du bist eingeladen. Also schon einen kleinen Hinweis auf das Motto, vielleicht schon die Post, die Karte entsprechend gestalten, die Einladungskarte. Und dann natürlich pünktlich verteilen und jedes Kind weiß dann schon, ja, was das Motto ist, vielleicht, ob es eine Verkleidung mitbringen soll, eine Verkleidung anziehen soll, das alles schon mit draufschreiben, vielleicht, was soll man mitbringen. Wenn es ein Emoji-Geburtstag ist, kann man natürlich sagen, bring dein Lieblings-Emoji mit, bring vielleicht das mit, was du mit Emojis hast, vielleicht hat ja auch jemand ein T-Shirt mit einem Emoji drauf oder jemand anders hat einen Kugelschreiber mit einem Emoji und sowas kann man natürlich auch dann mitbringen und jedes Kind hat dann so ein bisschen schon so eine Deko, die passend zum Motto ist und dann kann man sich super schön in das Motto reinfühlen und alle haben am Ende hoffentlich ganz viel Spaß. Ja, das waren so meine Tipps für eine Party, da gibt es sicher noch weitere Tipps. Wenn ihr noch weitere Tipps habt für Partys, die ihr an andere weitergeben möchtet, könnt ihr das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Und mich würde mal interessieren, was wäre so euer Lieblingsmotto? Ich habe ja schon ein paar Mottos gesagt. Emojis, unten im Meer, Meerjungfrau, Prinzessin, vielleicht Eiskönigin Elsa, Einhornparty, Schmetterlingsparty oder Winterparty.
Wenn euch da noch weitere coole Sachen einfallen, auch gerne unten reinschreiben. Und wenn euch die Tipps gefallen haben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr schon mal so eine Motto-Party gefeiert habt. Und wenn ja, was war euer Motto? Auch das gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss!